Herzlich willkommen hier in TTC Neustadt. Die Sonne lacht und wir haben das Mountainbike-Bundesliga-Finale 2018 für euch. Zunächst möchte ich euch zeigen, welche Strecke die Damen und die Herren unter die Räder nehmen werden. Jetzt gleich die linke, eng rein, rein in die grüne Wand und da sehen wir schon das Ziel. Einmal noch alles. Gonja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Richtig geiles Rennen, hat richtig Spaß gemacht. Erzähl kurz, wie ist es gelaufen? Ja, eigentlich ganz gut. Also der Start war gar nicht so schnell, aber ich habe das gemerkt, dass in der U19-Kategorie auch allgemein der Start schneller ist als U23 und Elite. In der zweiten Runde war ich dann direkt hinter Lisa und hatte dann Kettenklemmer und musste dann erstmal so ein 150-Meter-Loch wieder zufahren. Und dann habe ich natürlich wieder versucht, in den Abfahrten dann meinen Abstand rauszuholen. Lisa, herzlichen Glückwunsch. Platz 2 heute und auch in der Gesamtwertung. War nochmal ein harter Fight mit Ronja, oder? Hast du irgendwie versucht, sie nochmal loszuwerden? Nee, wir sind jetzt ein Stück dann zusammen und sie hat mich dann oben nochmal attackiert. Ich wusste schon, dass sie bergab extrem stark ist und sie ist konditionell rauszuholen. Heute war ich meine Form einfach nicht mehr da. Martin Loh, congrats for a great race. You won today the final of the Bundesliga. How do you feel? Yeah, I feel very happy. I mean, the race was exciting and the course is challenging, hard, fast. And I know that the only way to win today was to get in the front. And Stevie for sure was the strongest guy here. It's his home race. So when I get the gap, I just get pushing because I didn't want to end in a sprint finish. So my tactics works and I won, I'm happy. War geil heute, oder? Ja, super geile Stimmung an der Strecke. Ich meine, heute mit Platz 2, ich hätte natürlich gern gewonnen, aber Martin war einfach stärker und ich bin happy, dass ich den 5. Gesamtsieg sichern konnte. Musstest du schon richtig in die Reserven gehen, oder? Ja, war schon so. Also ich habe schon deutlich gemerkt, den Bein heute war einfach nicht ganz so frisch und konnte mir den 2. Platz sichern und darüber bin ich froh. Auf der Reihe Fabian Giga, der 2. Simon Stibia und der Sieger Martin Loh.